Ich werde noch kurz eine Minute warten und dann würde ich auch direkt losstarten. Perfekt, super. Ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Freut mich, dass ich euch heute kurz Dadeli erklären kann, was Dadeli ist, welchen Beitrag man damit leisten kann für den Mathematikunterricht. Ich würde mal einfach mal im ersten Schritt mal eine Frage in die Runde machen. Wer von euch kennt denn schon Dadeli? Wer hat denn schon mal mit Dadeli gearbeitet? Oder noch niemand? Da würde ich einfach mal, dass ihr einfach die Hand erhebt, dass ich da einen kurzen Eindruck von euch bekomme. Ansonsten auch überhaupt kein Problem. Es wird Okay, niemand perfekt. per Video zeigen. Ich glaube, genau, es will sich niemand per Video zeigen. Ich meinte eher mit Reaktionen, mit Hand erheben, aber dann passt das Ganze doch genauso gut. Also kurz, wer ich bin, mein Name ist Leon Frischhoff. Ich habe selbst Dadeli gegründet vor. Ja, 3 Jahre ist das Ganze schon her. In Österreich unterstützen wir aktuell mit Studily 200 Schulen. Also das Ganze wird auch schon entsprechend angenommen. Ja, und freut uns einfach sehr, welchen Beitrag wir da auch insgesamt einfach schon leisten dürfen. Und was ich halt heute tun würde, ist, ich würde euch heute Studily herzeigen, also die komplette Plattform zeigen. Und genau, ihr könnt dann auch, bekommt dann auch im Anschluss direkt einen Account, dass ihr das Ganze mit eurer Klasse bis zum Ende dieses Schuljahres testen könnt. Ja. Auch nochmal eine kurze Frage in die Runde. Wer von euch ist denn Mathematiklehrerin? Und falls ja, in welchen Klassentypen oder gut, passt? Einfach Okay, vielleicht schon in ein. den Chat schreiben, oder? Ja, Dann. einfach in den Chat schreiben, genau, dass ich da ein bisschen einen Eindruck bekomme, worauf ich da bei meiner Präsentation einfach vor allem den Wert drauflegen soll. Ja. Okay, Mittelschule, perfekt. Super. Dann würde ich direkt starten und die Präsentation, okay. Die Präsentation ist im Prinzip zweigeteilt. Also ich werde im ersten Schritt Studily herzeigen und im zweiten Schritt wird der Florian, das ist ein Kollege vom ÖBV Verlag, auch herzeigen, die Schulbücher, zu denen es im nächsten Jahr Studily gibt. Ja, weil Studily ist ans ein Schulbucherleben angepasst, das heißt auch angeknüpft. Das heißt, wenn ihr mit Studily unterrichtet, zum Beispiel für die Unterstufe, sind das eins zu eins die gleichen Beispiele wie aus dem Schulbuch und ihr könnt dann auch direkt auf die entsprechenden Aufgaben einfach zugreifen. Und wenn ich euch das mal kurz zeigen darf, wie Studily funktioniert. Also Studily ist eine komplett interaktive App für Mathematik, also wir haben uns auf Mathematik spezialisiert, mit dem riesigen Vorteil, dass wir genau merken, wo sind die Stärken und Schwächen von euren Schülerinnen und die gesamte Plattform dann darauf anpassen. Weil man merkt ja auch, es gibt eine immer größere Heterogenität in den jeweiligen Klassen, vor allem in der Mittelschule, zeigt sich das natürlich auch besonders stark. Und uns geht es dann einfach irrsinnig darum, dass jeder Schüler zu jedem Zeitpunkt die Aufgabe bekommt, die ihm oder ihr einfach am meisten weiterhilft. Und ihr könnt gerne mitmachen, ihr könnt euch gerne auch einen Account anlegen, direkt auf Studily. Ich schicke da mal den Link einfach in den Chat hinein. Und dann könnt ihr gerne das mitmachen, was ich euch jetzt zeige. Wie gesagt, ihr könnt Studily bis Ende dieses Schuljahres kostenfrei nutzen. Genau. Wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Wenn ich auf diese Seite gehe, also auf app.studily.com, habe ich direkt mein Konto erstellen. Da würdet ihr einfach draufklicken, dann tue ich auf Lehrperson. Und das Tolle ist, dass ich Studily mit Google und mit Microsoft vernetzt. Das heißt, ihr als Lehrperson benötigt gar keinen neuen Account euch zu machen, die Schülerinnen auch nicht, sondern könnt direkt euren Microsoft-Account, euren Google-Account etc. mitverwenden, was natürlich immens praktisch macht, weil die Schülerinnen klicken einfach auf Google oder Microsoft. Also wenn ich Microsoft Teams in dem Klassenzimmer verwende, dann kann ich direkt über Microsoft Teams über Studily einsteigen und bei Google funktioniert das genauso. Ich werde mich trotzdem jetzt mal an, oder ich registriere mich jetzt mal, aber ich habe meine Account schon verbraucht, deshalb muss ich mich jetzt da neu registrieren. Ich mache das doch mal direkt. Und genau, Schulname, Testschule, jetzt die AHS. Und dann sehe ich direkt hier, dass ich drinnen bin. Ich werde begrüßt, dass ich meine erste Klasse erstelle. Ja. Und das würde ich doch mal direkt machen. Ich lege doch mal meine Klasse an und ich habe gesehen, es sind recht viele von der Mittelschule hier. Also ich würde mit einer Unterstufenklasse anfangen. Kurz nebenbei gesagt, Studily kommt aus der Oberstufe her. Das heißt, aktuell 80% unserer Schülerinnen, wir haben aktuell 40.000 Schülerinnen, die mit uns arbeiten. Davon kommen 80% aus der Oberstufe. Da kommen wir ursprünglich her. Aber das Ganze nimmt jetzt auch schon richtig Fahrt auf in der Unterstufe.
Das heißt, wie funktioniert das Ganze? Ich gehe jetzt hier auf Klasse erstellen, sage ich, erstelle mir jetzt die Klasse 7b, ich mache eine Unterstufenklasse, also die Klasse 2b. Sage, Schultyp ist Mittelschule, Schulstufe ist jetzt die zweite Klasse, Fach Mathematik. Ja. Und in den Schülerinnen, sagen wir mal, das sind jetzt 29 Schülerinnen insgesamt drin. Dann klicke ich einfach auf Klasse anlegen. Dann sehe ich direkt hier, es gibt einen Einschreibecode für meine Schülerin und einen Link. Ja. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich gebe meinen Schülerinnen einfach den Link weiter, der hier angezeigt wird. Also ich klicke einfach auf Link kopieren, gehe dann einfach in Microsoft Teams, tue dann einfach diesen Link hier hinein, copy-pasten. Ja. Und meine Schülerinnen klicken drauf, klicken auf Microsoft drauf und haben direkt einen Account auf Studily. Und es ist uns ganz einfach wichtig, dass das Ganze so einfach geht, dieser ganze Prozess, weil nur dann wird es auch wirklich verwendet. Oder wenn ihr es im Klassensetup verwendet, es gibt auch eine App für Studily, dann klickt ihr einfach auf diesen QR-Code anzeigen, die Schülerinnen gehen mit dem Handy drauf, machen einfach einen Screenshot vom QR-Code, werden auf die Studily-App weitergeleitet und werden auch automatisch in eure Klasse eingeschrieben. Also uns ist da, wie gesagt, ganz wichtig, dass dieser Prozess so einfach wie möglich funktioniert. Was kann ich jetzt machen? Ich kann im Prinzip hier alles machen, was ich für den Unterricht benötige. Das heißt, ich kann Hausübungen aufgeben, Wiederholungen durchführen und hier meinen Arbeitsblatt und Schularbeitsgenerator. Also eigentlich alles, was ich zum digitalen Unterrichten benötige, habe ich halt gewissermaßen auch über Studily entsprechend abgebildet. Und ich mache das nochmal direkt, ich erstelle mir einfach eine Hausübung. Das heißt, ich klicke da auf Hausübung drauf, Klasse 2b. Und ich sehe direkt, ich habe genau das gesamte Lehrwerk drinnen. Also wenn ihr im Prinzip im nächsten Jahr mit dem Lehrwerk Mathematik verstehen, das Mathematik, Schritt für Schritt Mathematik oder Lösungswege unterrichtet, da geht mein Kollege, der Florian, nachher nochmal ein bisschen drauf ein, dann habt ihr alle Aufgaben aus diesem Lehrwerk interaktiv auf Studily drauf. Und wenn ihr nicht mit dem Lehrwerk unterrichtet, habt ihr trotzdem den Benefit, weil es einfach ein zusätzliches Übungsmaterial für eure Schülerinnen einfach ist. Und was mache ich jetzt als Lehrperson? Ich habe hier mein gesamtes Inhaltsverzeichnis. Ich wähle dann einfach das Thema aus, was ich jetzt mit meiner Klasse durchmachen möchte. Zum Beispiel das Thema Teilbarkeit natürlicher Zahlen oder Teiler und Vielfach. Ich klicke drauf. Ich finde direkt einzeln die Beispiele aus dem Lehrwerk, aber mit dem riesigen Vorteil, jedes einzelne Beispiel ist komplett interaktiv und es gibt einen kompletten Rechenweg und Hinweise dazu. Das heißt, mach das doch mal. Ich mache mal absichtlich jetzt diese Aufgabe falsch. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und dann sehe ich direkt, der Schüler kriegt im ersten Schritt einen Hinweis. Wenn der Schüler es dann nochmal falsch macht, ich zeige auch nachher kurz her, wie es der Schüler sieht, den kompletten Rechenweg, wo erklärt wird, wie komme ich jetzt konkret auf das Endergebnis. Das muss man sich mal vorstellen, wir haben wirklich zu jedem einzelnen Beispiel aus dem Lehrwerk einen ausgearbeiteten Rechenweg und die entsprechenden Hinweise. Und das ist halt ein immenser Mehrwert, das sich da für eure Schülerinnen halt immer gibt. Und das Tolle ist, ich kann sogar einfach hergehen und sagen, ich meine, ich glaube, ihr wisst, wie viel Zeit man für Hausübungskorrigieren verwendet. Ich kann einfach hergehen und einfach die Aufgabennummern suchen, also 1.10 bis 1.30, drücke auf Enter. Ich habe einzelne Beispiele aus dem Lehrwerk drinnen und ich kann sie direkt mit einem Klick entsprechend aufgeben. Ja. Also uns ist wichtig, dass dieser ganze Prozess einfach so einfach wie möglich funktioniert, dass einfach auch anwendbar ist in den typischen Unterrichtsszenarien. Ich klicke mal auf Hausübung aufgeben, da habe ich direkt meine Klasse 2b und habe hier direkt zu Testschüler wechseln. Wenn ich jetzt mir meinen Testschüler anschauen würde, dann würde ich direkt sehen, naja, der hat jetzt die erste Hausübung, die er da jetzt machen kann. Ich klicke dann einfach auf Hausübung beginnen, ich bin direkt drinnen. Ich sage einfach, ich beantworte das Ganze jetzt und ich sehe direkt, ich kriege im ersten Schritt einen Hinweis. Wenn ich das Ganze nochmal falsch mache, kriege ich den kompletten Rechenweg, wo mir einfach auch erklärt wird, wie komme ich denn jetzt konkret auf meine richtige Antwort. Und das Besondere ist halt irgendwie, wenn ich jetzt als Schüler auf nächstes Beispiel klicke, dann sucht unser Algorithmus aus diesem gesamten Pool an den Beispielen, die ihr ausgewählt habt, das nächstbeste Beispiel heraus. Das heißt, ich mache das mal, ich klicke mal auf nächstes Beispiel und ich habe direkt die nächste Aufgabe hier. Und wenn ich das jetzt einfach beantworte, ist es im selben Schema. Das heißt, ich sehe direkt, ich kriege einen Hinweis, mache das Ganze nochmal falsch und ich kriege den kompletten Rechenweg. Wo mir wieder erklärt wird, wie komme ich als Schüler auf die entsprechende Antwort. Ich klicke auf nächstes Beispiel, Studily sucht wieder für mich das nächstbeste Beispiel heraus und ich kann das wieder komplett interaktiv durchmachen. Ja. Man muss sich vorstellen, wir haben alle Beispiele aus dem kompletten Lehrwerk interaktiv ausgearbeitet drinnen. Ja. Kann sich mal vorstellen, wie ein riesiger Aufwand das ist. Also wir haben ungefähr jetzt im kommenden Jahr 18.000 solche Aufgaben drinnen. Und es wird auch irrsinnig gut angenommen, ja, also in unseren Schulen, die uns da aktuell verwenden. Für die Oberstufe würde das Ganze so ausschauen, das zeige ich auch nochmal kurz her. Ich würde jetzt einfach mal eine Oberstufenklasse erstellen. Machen wir die 11. Schulstufe. So, 24 Schülerinnen drinnen. Ich klicke einfach hier auf Plus erstellen, Hausübung. Ich habe als Lehrperson direkt Zugriff auf alle ehemaligen Matura-Aufgaben.
will einfach die Matura aus, die ich jetzt meine Klasse aufgeben möchte. Oder ich kann natürlich auch nach Themenbereichen suchen, also für die gesamten Themenbereiche, die jetzt relevant sind für die Matura-Vorbereitung. Und nicht nur für die Matura-Vorbereitung, sondern wenn den kompletten erweiterten Aufgabenkatalog da auch entsprechend abgebildet wird. Das heißt, ich wähle einfach jetzt aus, was möchte ich jetzt aufgeben, zum Beispiel, keine Ahnung was, den Haupttermin 14.15. Studily ist so schlau und erkennt automatisch, welche Aufgaben sind jetzt schon relevant für meine siebte Klasse. Kredit, was jetzt irgendwas mit Ratenzahlungen ist, wird automatisch aussortiert, weil das jetzt nicht mehr relevant ist. Und ich klicke dann einfach mit einem Klick auf Hausübung aufgeben. Meine Schülerinnen haben direkt die Matura und können die gesamte Matura interaktiv über die Plattform erledigen und wieder mit demselben Schema. Das heißt, ich kann GeoGebra einfach mitnutzen. Ich kann dann einfach mit GeoGebra einblenden, dann einfach GeoGebra etwas berechnen. Das ist für alle AHS-Lehrer wohl besonders relevant. Ich kann mir einfach dann das Ergebnis aus GeoGebra raus copy-pasten, hinein copy-pasten und wir können dann die Gleichung, Term, Ungleichung etc. auswerten. Ja. Und hier natürlich falsch, Hinweis, ich mache das Ganze nochmal falsch, kompletter Rechenweg und sogar noch eine Videoerklärung. Das heißt, wir haben dann eine Kooperation mit Matago. Das heißt, die Schülerinnen sich gerne diese ganzen Videoerklärungen anschauen. Die sind auch direkt integriert in die Plattform und ich kann auch da direkt drauf zugreifen. Und dann klicke ich auf nächstes Beispiel und suche Studily wieder das nächstbeste Beispiel für mich heraus und ich kann direkt darüber wieder arbeiten. Also ich habe da wirklich alle Aufgaben, alle Matura-Aufgaben, alle Beispiele aus dem Aufgabenpool, einfach alles drinnen. Ich werde jetzt nochmal zurückgehen zu meinem Lehrer-Account und wieder auf meine zweite Klasse. Ich mag kurz mal fragen in die Runde, gibt es denn soweit Fragen von euch? Schreibt es einfach in den Chat hinein, wenn ihr irgendwas Besonderes wissen wollt. Wie gesagt, diese Einführung heute ist ja für euch. Das heißt, wenn ihr was wissen wollt, ob was Spezielles geht, dann mich einfach fragen. Genau, zu Alexandra, genau, wie werden die Lernpfade erstellt? Wie meinst du das? Naja, wie wird der nächste Schritt gemacht? Mhm. Also wie berechnet ihr das? Was läuft da dahinter? Kann ich gern beantworten, ja. Wie gesagt, prinzipiell, es gibt zwei Sachen. Also das erste ist halt, wenn ich jetzt eine konkrete Aufgabe löse. Und das zweite ist halt, wie wird jetzt die nächste Aufgabe entsprechend ausgewählt? Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Das erste ist halt, bezüglich den Beispielen ist es immer so, wenn ich das Beispiel falsch mache, dann haben wir einen Hinweis erarbeitet. Ja. Und wenn ich das Beispiel dann nochmal falsch mache, dann kriege ich den kompletten Rechenweg. Ja. Das heißt, es ist jetzt halt so, wir überprüfen die Antwort vom Schüler pro Unteraufgabe. Ja. Passt das jetzt mit der Endlösung? Stimmt das überein? Wenn es ja ist, dann super, dann kriegt er direkt den Rechenweg präsentiert. Wenn es halt nicht so ist, dann kriegt er einen Hinweis, der von Lehrerin, Kollegin halt eben ausgearbeitet worden ist. Genau. Und im zweiten Schritt bekommt er dann halt eben den kompletten Rechenweg präsentiert. Also das ist so diese zweistufige Auswertung, einfach auch, um ihm halt nicht direkt das Endergebnis zu geben, sondern um ihm halt eben noch eine zweite Chance zu präsentieren. Wenn man das nicht möchte als Lehrperson, kann man den Schülern auch nur eine Möglichkeit geben, die Aufgabe zu bearbeiten. Das kann ich hier bei erweiterten Einstellungen die zwei Versuche einfach abstellen. Dann dreht man das einfach mit dem Hinweis aus. Dann können die Schülerinnen genau einfach einmal die Aufgabe entsprechend bearbeiten. Und wie das funktioniert, also ich wähle im Prinzip als Lehrperson zum Beispiel jetzt einen gesamten Themenbereich aus. Zum Beispiel hier hätte ich jetzt 32 Aufgaben ausgewählt und jedem Schüler liegt für jeden einzelnen Themenbereich eine Bewertung, eine Stufenbewertung zugrunde, die auf dem Clicker-Rating basiert. Und basierend auf dieser Stufenbewertung und basierend auf jedem einzelnen Beispiel, das auch wieder nach der Schwierigkeit halt eben bewertet wird, können wir halt eben automatisch wählen, ist jetzt diese Aufgabe für den konkreten Schüler eher leicht oder eher schwierig? Und wählen dann halt eben aus dem gesamten Pool, den ich als Lehrkraft aufgegeben habe, die beste Aufgabe zu jedem einzelnen Zeitpunkt aus. Das heißt, ein Schüler, der recht viel falsch macht, kriegt im ersten Schritt leichtere Aufgaben aus meinem Pool. Und ein Schüler, der schon gut ist, kriegt schwierigere Aufgaben aus meinem Pool. Aber wir wählen immer nur die Aufgaben aus, die man als Lehrkraft auch ausgewählt hat. Ja, also so passiert das. Genau. Beantwortet das denn soweit die Frage, oder? Ja, grundsätzlich schon. Was mich nur interessiert ist, das heißt, das ist ein linearer Verlauf. Also es gibt eigentlich keine Abzweigungen sozusagen. Es ist ein linearer Lernverlauf, Lernpfad von leicht bis schwer. Es ist jetzt nicht, dass es jetzt leicht, schwer ist, sondern es ist einfach eine Bewertung zwischen 0 bis 100. Und jedes Beispiel kriegt einfach so eine Bewertung. Und je nachdem, wie jetzt ein Schüler halt eben sich tut bei einem entsprechenden Beispiel, jedes Beispiel hat halt einfach so eine Bewertung zugewiesen und dadurch wählen wir halt eben jetzt
das optimale Beispiel für den Schüler oder die Schülerin aus. Also das ist der Algorithmus, der dahinter liegt. Okay. Und es ist je nachdem, ob zum Beispiel ein Schüler viele Hinweise benötigt, ob er länger braucht bei einer Aufgabe, all das fließt halt eben ein, welches Beispiel wir ihm oder ihr halt eben entsprechend geben. Ja. Was wir jetzt, was wir halt auch noch haben, ich glaube, dass das darauf ein bisschen die Frage auch abzielt, ist, wir haben jedem Beispiel auch Stufen hinterlegt. Das heißt, wir wissen zum Beispiel jetzt, dieses eine Beispiel gehört jetzt dem Thema Binomialverteilung an plus Erwartungswert und Varianz. Und wir machen das Ganze dann halt eben unabhängig pro Stufe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier hineingehe, in meine Klasse 2c zu der Emma, dann würde ich halt direkt sehen, hier habe ich jetzt das gesamte Lehrwerk halt hinterlegt mit allen Themenbereichen, würde auch direkt sehen, wo hat sich jetzt mein Schüler oder meine Schülerin halt eben verbessert oder verschlechtert. Ja, also hier habe ich dann auch direkt einen Einblick darüber halt, wo sind jetzt die größten Stärken und Schwächen von meinen Schülerinnen. Und das ist halt eben wirklich pro Stufe. Das ist ein Beispiel, kann auch mehreren Themenbereichen zugewiesen sein. Und das wird dann halt eben wirklich pro Beispiel separat halt eben gemacht. Genau. Wird man die anderen Fragen auch noch... Passt es soweit oder soll ich noch näher darauf eingehen? Nein, ich halte es uns für auf damit. Okay, weiter. Passt. Ich kann gerne nachher nochmal das Buch diskutieren. Genau, das nächste würde ich nochmal, genau, bitte nochmal einmal die Schulbücher nennen, die zugrunde liegen, war zu schnell für mich. Ich glaube, das wird eh schon beantwortet im Chat. Also Schritt für Schritt wird es geben, Mathematik, das ist Mathematik, Mathematik verstehen und Lösungswege. Das haben wir alles für die Unterstufe entsprechend ausgearbeitet. Genau, also von dem her, das kommt da alles da dazu. Da wird dann der Florian einfach auch nochmal das näher vorstellen, wahrscheinlich am Ende, aber er kann dann vielleicht dann auch gleich ein paar Worte da dazu verlieren. Ich würde noch die nächste Frage an ihn beantworten. Wie viele Beispiele stehen bei Schritt für Schritt für eins Lehrwerk zur Verfügung? Also wir haben im Prinzip für Schritt ja, 5000 Beispiele werden es geben. Also für Schritt eins alle Beispiele aus dem Lehrwerk. Das heißt, ab dem kommenden Jahr ungefähr 1200 Beispiele werden da zur Verfügung sein. Ja. Genau. Also das wird es da geben. Gibt es denn sonst noch andere Fragen? Ansonsten würde ich einfach mal weitermachen, weiter das Ganze vorstellen. Ich kann euch, wie gesagt, Leon, einladen. Ja, Leon, ja? Eine Frage war noch wegen den Kosten. Die war okay. Eine Frage weiter oben noch. Dann beantworte ich das doch mal direkt. Ja. Genau, also die Kosten sind halt eben für die Unterstufe 7,90 Euro für das gesamte Schuljahr als Einführungspreis und für die Oberstufe sind es halt eben 15 Euro. Ja. Das Ganze kann über die Unterrichtsmittel erweiterte Wahl abgewickelt werden. Das heißt, da gibt es alle Möglichkeiten dafür. So, also wie viele, ja? Pro Schüler, pro Klasse, pro Schule? Das ist pro Schüler. Ja, also das ist halt eben pro Schüler. Ja. Sonst würde es sich auch nicht ausgehen. Man muss sich, wie gesagt, vorstellen, wie eine immense Arbeit das ist, diese ganzen Aufgaben da entsprechend auszuarbeiten. Ja, ja, gut, nur, dass das auch klar ist für alle. Genau. Ja. Genau. Aber es ist, wie gesagt, pro Schüler, ja. Und kann über das UAB-Budget beispielsweise abgerechnet werden. Und die Schulen, die das alle nutzen, machen es zu großen Teilen über das UAB-Budget. Und interessant, Leo, meine Frage für die Lehrer, genau, wäre es interessant, ob es da einen Lehrer-Account, ob auch Kosten zukommen auf die Lehrer. Das ist ein guter Punkt. Nein, also auf den Lehrer-Account kommen überhaupt keine Kosten zu. Das ist ihr als Lehrperson, könnt ihr so viel nutzen, wie ihr wollt. Das wird einfach, wie gesagt, pro Schülerinnen einfach abgerechnet und wie gesagt, pro Schuljahr. Und ja, man nimmt es sich einfach einmal pro Schuljahr. Im nächsten Jahr gibt es sowieso diesen Einführungspreis von den 97 für die Unterstufe. Und wie gesagt, wenn ihr mit einem Lehrwerk da unterrichtet, ist natürlich eine optimale Ergänzung da auch dazu. Ja. Also ich glaube, dass das halt eben, ja. Aber wir können ja gerne auch diskutieren, also wenn es jemand von euch nehmen möchte, findet immer eine Möglichkeit, dass ihr das Ganze auch nutzen könnt. Genau, also wie gesagt, Sabine, wir geben die Beispiele von allen Lehrwerken zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt Schritt für Schritt nutzt, dann bekommt sie nicht nur die Aufgaben von Schritt für Schritt 1 zur Verfügung, sondern auch die kompletten Aufgaben von 2, 3, 4. Das heißt, wenn ihr sie im nächsten Jahr weiter nutzt, dann können sie dann genauso gut auf die Aufgaben der vorigen Jahre zugreifen. Perfekt. Danke, Leon. Super, ja. Aber es ist schön, dass es so viele Fragen gibt, weil, wie gesagt, das freut mich, dass es dann, das zeigt ja auch von Interesse, sagen wir es mal so, ja. Passt, dann machen wir direkt weiter. Ja. Ich würde nochmal eine neue Hausübung erstellen
und einfach noch ein paar Tricks und Kniffe dazu zeigen. Ja. Also ich würde jetzt einfach mal die Klasse 2c auswählen und hier habe ich, wie gesagt, die gesamte Kapitelübersicht. Wenn ich es hier auswähle, mein Kapitel, dann kann ich hier logischerweise das Abgabedatum und das entsprechende Freischaltedatum einfach entsprechend anpassen. Ja. Und hier unter weitere Einstellungen kann ich sagen, dass halt alle dieselben Aufgaben bekommen, beziehungsweise eben auf sich abgestimmte Aufgaben erhalten oder halt eben auch das Format von so lange Aufgaben bis x richtig zu genau ausgewählter Anzahl an Aufgaben. Das ist, hier gibt es einfach auch alle Möglichkeiten, das auch entsprechend so durchzuvariieren. Ja. Ich weiß nicht, Florian, würde es dir was ausmachen, wenn du mal kurz darüber reden würdest, welche Lehrwerke es gibt, weil ich glaube, dass das jetzt gut reinpassen wird, einfach weil ich jetzt recht viel das Mathematikverstehen hergezeigt habe, aber dass du mal kurz einfach die Lehrwerke vorstellst, die es da gibt, dass wir das ein bisschen shiften, vielleicht wäre das sinnvoll, und ja, dass du dann am Ende noch mal kurz darauf Bezug nimmst. Auf alle Fälle. Dann geben wir einfach mal 5 Minuten und dann machen wir das einfach so. Genau, ich gebe mal einen kurzen Überblick, bitte, genau. Super. Teile auch mein Bildschirm. Genau, Sie sollten jetzt mein Bildschirm schon sehen. Bildschirm, meine Präsentation. Genau, ich stelle mir kurz vor, Paula Flora, mein Name. Ich bin normalerweise im Außendienst unterwegs, an den Schulen und Schulberater. Und ja, zeige Ihnen jetzt kurz die Lehrwerksreihen, für die Studily verfügbar sein wird, in Kombination in welchen Reihen. Genau, bei uns sind es eben die Reihen, das ist Mathematik. Dort wird eben die Kombination mit Studily möglich sein, eben Studily für dieses Lehrwerk zu nutzen, also auch für das ist Mathematik ausgearbeitet. Dann auch für die Lösungswege. Lösungswege ist ein ganz neues Buch. Da ist jetzt die erste und jetzt die zweite Klasse vor kurzem erschienen. Genau, da ist eben die erste und die zweite Klasse ab Herbst in der Schulbuchaktion verfügbar. Mathematik verstehen, da gibt es Studily schon seit dem letzten Jahr. Also es war das erste Lehrwerk, wofür es Studily gegeben hat. Ist jetzt natürlich für andere Jahrgänge ausgebaut worden. Und dann gibt es jetzt auch für alle, für die Jahrgänge dann auch für Schritt Mathematik. Auch eine Neubearbeitung der Schritt für Schritt Mathematikreihe ist eben jetzt auch mit Studily verfügbar. Genau. Das wären einmal die 4 Reihen. Jetzt wollte ich den Leon fragen, sollte ich dir jetzt auf die Reihen näher eingehen oder nur mal beim Überblick jetzt bleiben, weil sonst hätte ich vorbereitet, dass ich kurz ein bisschen inhaltlich zu den einzelnen Reihen was sage, oder möchtest du da jetzt nur wieder fortsetzen? Mach einfach ein bisschen weiter zu den Reihen. Genau. Die Reihen, bevor ich inhaltlich die einzelnen Reihen anschaue, gehe ich vielleicht eher zum Ende der Präsentation und rolle das von hinten auf, damit Sie ein bisschen Gefühl bekommen, wie die einzelnen Reihen denn aufgebaut sind. Schritt für Schritt Mathematik ist sprachlich relativ einfach gehalten, mit einem moderaten mathematischen Niveau, aber sehr viele oder einige auch fordernde Beispiele natürlich vom Niveau her enthalten in der Lehrwerksreihe. Dann gibt es eben Lösungswege, die Neuerscheinung, die sprachlich auch noch versucht, relativ einfacher zu halten, aber auf einem sehr guten mathematischen, moderaten Niveau bereits. Und dann kommen unsere beiden Reihen, das ist Mathematik und Mathematik verstehen. Die sind beide von Anspruch her, vom Niveau her, auf einem relativ hohen Niveau. Bei das ist Mathematik eher, sind auch ein bisschen die Spitzen genommen worden mit der Neubearbeitung, aber noch immer auf einem sehr guten, hohen Niveau. Und auch Mathematik verstehen. Genau, das ist das Pendant vom Niveau her, wie das ist Mathematik. Aber natürlich eine Alternative zu dem, weil es eben vor allem, wenn man andere Aufgabentypen sucht. Genau, dann schaue ich weiter auf die nächste Folie. Genau, zu den didaktischen Ansprüchen nochmal der Vergleich zu den 4 Reihen, wo es eben Studily dazu gibt. Schritt für Schritt Mathematik, ein Lehrwerk, wo die Lehrkraft im Zentrum des Unterrichts steht. Die Schüler können sehr gut individualisiert üben und ist sehr gut geeignet für eine homogene Klassenführung. Die Lösungswege, eben die ganz neue Reihe für die Unterstufe, Sekundarstufe 1, verfolgt einen direkteren Unterrichtsstil, aber die Schüler können auch hier sehr gut individualisiert üben.
Und das ist Mathematik dann eher für einen direkteren Unterricht. In den Neubearbeitungen sind auch jetzt da die Gruppenaufgaben herausgenommen worden. Und bei Mathematik verstehen, da eignet sich sehr gut, dass die Lehrkraft den Unterricht aktiv gestalten kann. Zum Lehrertypus, welches Lehrwerk für Sie am besten passen würde. Schritt für Schritt Mathematik zeichnet sich sicherlich sehr gut dafür aus, dass man mit sehr wenig Unterrichtsvorbereitung unterrichten kann, für einen sehr guten individualisierten Unterricht. Mhm. Und dann eben auch die Lösungswege, wo es da die dazu gibt, ist eben für Lehrertypen, eben die ihr Schulbuch suchen, das nicht so schwierig ist, aber auch nicht so anspruchslos. Also sehr ein gutes Niveau, aber eben nicht die Spitzen wie das ist Mathematik oder Mathematik verstehen. Und im Fokus steht eben, dass man das sprachliche Hindernisse nicht beim Erwerb von einer korrekten Mathematik daran hindern sollen, also eben sprachlich vereinfacht, aber mathematisch sehr korrekt. Und das ist Mathematik, ist dann eher für einen klassischeren Unterrichtsstil geeignet. Das ist Mathematik, gibt es ja schon sehr lange mit einer sehr guten Klarheit und einer guten Struktur. Und Mathematik verstehen eben vom Niveau ähnlich wie das ist Mathematik für einen sehr abwechslungsreichen Unterricht an mathematisch anspruchsvoll und ist ein sehr exaktes, mathematisch exaktes Lehrwerk, kommt dabei aber sehr kindgerecht und schülerfreundlich daher. Also hat man da versucht, mathematisch exakt alles gut rüberzubringen in der Mathematik, aber einen kindgerechten Anspruch trotzdem zu wahren. Genau, das wären nochmal die vier Lehrwerke jetzt im Überblick, wozu es eben StudyLeague gibt. Wenn Sie die eins der vier Lehrwerke im kommenden Schuljahr verwenden, können Sie dann eben auch StudyLeague zu dem Lehrwerk dazu verwenden. Genau, und ich würde, wenn es passt, würde ich nochmal kurz übernehmen, Florian, dann würde ich nochmal herzeigen und danach würdest du dann die Präsentation noch zu Ende machen, weil ich einfach noch die letzten 10 Minuten geben. Genau. Und dann sollte sich das Ganze irgendwie ausgehen. Perfekt. Danke dir. Danke für die ganze Einführung jetzt gerade. Genau. Ich würde nochmal weitermachen mit den Lehrwerken, die jetzt gerade der Florian halt eben hergezeigt hat, die vier, die es gibt. Aktuell gibt es eben nur Mathematik verstehen in StudyLeague. Aber wie gesagt, ab dem kommenden Jahr wird es auch die anderen Lehrwerke geben. Und das ist auch ganz sicher. Also wir sind gerade dabei, Schritt für Schritt auszuarbeiten. Da läuft es irrsinnig gut. Also wir haben da schon die ersten 1000 Aufgaben komplett interaktiv in StudyLeague hineingebracht. Und ja, das ist nur ein Matter of Time, bis die restlichen Aufgaben auch alle über StudyLeague entsprechend verfügbar gemacht werden. Genau. Ich werde noch mal kurz erzählen zum Erstellen von Hausübungen, also wie das Ganze hier weiter funktioniert. Das heißt, hier habe ich meinen gesamten Themenbereich. Ich wähle dann einfach den Themenbereich aus. Ich habe direkt die entsprechenden Aufgaben. Und hier kann ich, wie gesagt, auswählen. Jede Schülerin erhält auf sich abgestimmte Aufgaben. Dann geht das Ganze über unseren Algorithmus. Das heißt, das wird eben automatisch anpassen, welche Aufgabe kriegt jetzt welcher Schüler einfach zu welchem Zeitpunkt. Und andererseits, so lange Aufgaben, wie sie richtig, das wird bedeuten, die Schülerinnen bekommen jetzt so lange neue Aufgaben gestellt, bis sie zum Beispiel 4 Aufgaben richtig beantwortet haben. Ja. Für die Unterstufe ist es sinnvoller, das umzuändern auf genau ausgewählte Anzahl an Aufgaben üben, weil so eine Aufgabe auch mehrere Unteraufgaben hat und dann ist es halt ein bisschen frustrierend, bis sie dann halt 4 Aufgaben richtig gemacht haben. Für die Oberstufe ist aber das bessere Setting, dass sie halt wirklich das effizient machen müssen und nicht einfach nur irgendwas ankreuzen. Ja. Das heißt, da macht halt diese zweite Einstellung einfach mehr Sinn. Und hier kann ich noch ein paar andere Sachen anpassen. Das heißt, hier kann ich anpassen, dass es kein Lösungsweg eingeblendet wird für beispielsweise Wiederholungen. Oder ich kann Hinweise ausblenden oder 2 Versuche ausblenden. Das heißt, die kann ich wirklich alles so anpassen, dass es einfach für mich auch am besten passt. Und wenn ich nicht möchte, die Schülerinnen können auch standardmäßig die Hausübung immer und immer wieder wiederholen. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich es einfach auch hier abdrehen, dass die Hausübung einfach nur einmal insgesamt gemacht werden kann. Genau, hier habe ich einen Favoritenstern. Also wenn ich Aufgaben gut finde, kann ich auf Favoritenstern draufklicken und das nächste Mal, wenn ich dasselbe Thema wieder aufgebe, dann finde ich die Aufgaben direkt vorne. Also ich kann mir darüber bis an meine eigene Gliederung halt eben festlegen, was natürlich auch immens praktisch macht. Ja. Und wenn ich hier auf das violette i drauf schaue, dann würde ich direkt sehen, das ist jetzt zugewiesen beispielsweise dem Themengebiet 1.5. Und das wurde jetzt beim ersten Quiz aufgegeben. Das ist ja auch immer, wo kam welches Beispiel entsprechend vor. Und ja, das passt dann halt eben auch für die Sortierung irrsinnig gut. Ich würde euch nochmal kurz herzeigen. Ich habe jetzt da eine Hausübung. Was sehe ich denn da? Ich gehe jetzt rein mit einem anderen Account, um euch das kurz zu zeigen.
Was sehe ich hier? Ich habe jetzt meine Hausübung aufgegeben, spielen wir in der 2C. Hier sehe ich direkt, einer von vier Schülerinnen hat das Ganze gemacht. Ich klicke dann einfach mal drauf auf meine Hausübung und dann würde ich jetzt hier direkt sehen, naja, die Emma Winter hat es jetzt gemacht. Beziehungsweise ich habe es Emanuel anerkannt, das heißt, ich gehe jetzt mal auf eine andere Hausübung, die sie tatsächlich gemacht hat. Ich schaue mir jetzt die Emma mal an und hier würde ich direkt sehen, naja, die vierte Hausübung hat sie abgeschlossen, hat er insgesamt 12 Minuten gebraucht und sie hatte da 50% richtig. Das heißt, hier bekomme ich auch direkt einen Überblick, wo waren denn jetzt die Probleme? Und ich kann auf Optionen draufklicken, auf Hausübung ansehen. Und dann würde ich auch direkt sehen, naja, was hat sie denn jetzt konkret gemacht? Welche Aufgaben? Das heißt, ich bekomme da wirklich bis ins letzte Detail einfach den kompletten Einblick, was mir natürlich auch wieder immens viel hilft. Und auch den kompletten Rechenweg präsentiert. Das heißt, man sieht auch hier die ganzen Rechenwege, sind mit Bildern ausgearbeitet und allem drum und dran, was halt eben auch wieder ein riesiger Mehrwert einfach ist. Und dann seht ihr hier, es sind wirklich einfach alle Aufgaben komplett ausgearbeitet, mit Erklärung, mit Rechenweg, mit allem drum und dran. Ich gehe jetzt nochmal auf die Emma zurück. Also ich sehe jetzt, wie direkt bei der Emma sehen, naja, sie hat jetzt, welche Hausübungen hat sie gemacht? Und es gibt neben Hausübungen auch Wiederholungen. Das heißt, ich kann jetzt auch neben Hausübungen auch Wiederholungen entsprechend aufgeben. Das heißt, ich klicke dann einfach auf Wiederholungen drauf. Ich habe hier direkt Quizüberblick. Ich kann darüber auch eine schriftliche Stundenwiederholung einfach online aufgeben. Und ich würde hier dann einfach auch direkt sehen, naja, was haben meine Schülerinnen da entsprechend angekreuzt und was halt eben nicht. Kann ich mir alles auch exportieren, wenn ich es für die Notengebung nutzen möchte als Excel. Das heißt, da ist auch alles möglich. Und wenn ich jetzt hier über Stufen, hätte ich auch direkt einen Einblick, wo sind jetzt die konkreten Stärken und Schwächen von ihr. Das heißt, hier würde ich bei der Emma direkt sehen, naja, beim Thema Zahlen, die dezimale Stellung dividieren, hat sie sich jetzt recht gut getan, hat sie sich entsprechend verbessert. Beim Thema Kompetenzcheck hat sie sich auch verbessert. Aber im Thema Zahlen, Runden und Punkte, Strecken, Strahlen, Geraden, ja, ist sie bisher schwächer geworden. Das heißt, hier könnte ich dann die Emma nochmal entsprechend fördern. Das heißt, was würde ich da machen? Beim Thema Zahlen, Runden sehe ich, sie hat ein bisschen ein Problem. Also ich klicke dann auf meine Klasse drauf, plus erstellen, Hausübung. Ich wähle jetzt nur die Emma aus und sage, die Emma sollte nochmal das Thema Zahlen, Runden üben. Und ich kann mit einem Klick direkt das Emma als Hausübung aufgeben. Und Study ist dann sogar so schlau, die Hausübung wird ja nicht an alle Schülerinnen verteilt. Das heißt, es wird vorgeschlagen, einfach eine eigene Bezeichnung einfach zu wählen für die Emma, für die Hausübung für die Emma. Und das Ganze tut dann die anderen Schülerinnen überhaupt nicht beeinflussen. Das heißt, ich kann ja sogar auf Schülerinnen individualisieren und einfach Schülerinnen die Aufgaben zuweisen, die einfach da auch entsprechend für sie am besten passen. Genau, was kann ich noch machen? Ich habe jetzt gesagt, Arbeitsblätter generieren, Schularbeiten generieren etc. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt hier die zweite Hausübung und ich möchte ein Arbeitsblatt draus machen. Dann habe ich hier PDF-Icon, also auch Word-Icon. Dann klicke ich einfach auf das Word-Icon drauf. Ich habe direkt ein Dokument aus meiner Hausübung erstellt bekommen, das ich auch direkt nutzen kann. Und das große Problem bei recht vielen solchen Generatoren ist, ich bekomme dann zwar Dokumente raus, ich kann es aber nicht anpassen. Das heißt, all meine Formeln etc. werden halt in Bilder und die kann ich halt nicht bearbeiten. Das heißt, ich muss eigentlich mühsam ja, alle Bilder ersetzen durch wieder Formeln, dass ich da halt eben irgendwelche Zahlen entsprechend anpassen kann. Und der riesige Vorteil von Studly ist bei diesem Arbeitsblattgenerator, dass alles komplett bearbeitbar bleibt. Das heißt, diese gesamten Gleichungen, Terme, Formeln, Brüche komplett bearbeitet werden können, was halt auch ein riesiger Mehrwert halt eben ist, dass wirklich alle Zahlen anpassbar sind. Und wenn ich jetzt hier nicht 9/15 haben will, sondern 10/15, schreibe ich es einfach rein und ich kann es direkt entsprechend bearbeiten. Ja, das heißt, ich kann das alles mit dem Formel-Editor von Word anpassen. Hier sehe ich zum Beispiel, jetzt 910 geschrieben, aber auch eine 10 draus. Ja. Und das Ganze funktioniert nicht nur bei der Unterstufe, sondern ich kriege da auch alle Matura-Aufgaben in einem Word-Format heraus, die ich dann einfach für meine Schularbeit entsprechend mit nutzen kann. Stichpunkt Schularbeit. Naja, wenn ich eine Schularbeit jetzt mir erstellen möchte, dann habe ich hier das Word, Hausübung als Word und habe diesen kleinen Pfeil darunter. Ich kriege entweder ein Lösungsblatt direkt heraus, aber auch bei Dokument anpassen kann ich sagen, ich möchte ein Deckblatt haben, Punkte pro Aufgabe einblenden, als auch einen Bewertungsschlüssel. Und ich klicke dann einfach auf Exportieren und ich bekomme direkt ein recht schönes Dokument heraus, was ich auch direkt als Vorlage für meine Schularbeit entsprechend nutzen kann, wo ich direkt Punkte eintragen kann und alles drum und dran. Das heißt, darüber eignet sich ja eben Studly auch als Schularbeits- oder Arbeitsblattgenerator. Das müssen wir an euch freischalten. Das heißt, wenn ihr das wollt, dann würde ich euch einfach mal meine E-Mail-Adresse in den Chat einfach kurz hineinsenden. Da müsstet ihr mir einfach eure Nutzernamen senden. Dann können wir euch gerne auch diesen Schularbeits-Arbeitsblatt-Generator auch für das Jahr kostenfrei freischalten. Normalerweise ist das in dieser Schullizenz erhalten, als wenn es die gesamte Schule
nimmt. Genau, ich habe euch meine E-Mail-Adresse gesendet. Aber wenn ihr es in dem Jahr noch nutzen wollt, dann schickt mir einfach eine kurze E-Mail. Und wie gesagt, wir schalten euch auch sehr gerne auch frei. Gibt es denn dazu irgendwelche Fragen, also diesem Schularbeits-Arbeitsblatt-Generator oder zum Erstellen von Hausübungen? Ich würde dann nochmal einmal in die Runde fragen, gibt es da irgendwelche Fragen da dazu? Ansonsten, ja, ihr könnt es einfach in den Chat reinschreiben, wenn es irgendwas gibt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Alexandra, hast du oder magst du irgendwas? Nein, okay. Ich möchte nur signalisieren, es ist nur wer da. Okay, perfekt, super. Passt, freut mich sehr. Ja. Nein, ich frage einfach immer, weil wie gesagt, mir ist ganz wichtig, dass es eine Präsentation für euch ist. Das ist auch der Grund, warum ich den Florian auch eingeladen habe. Einfach, dass es wirklich unterrichtsnah ist und dass ihr einfach merkt, das Ganze kann man auch tatsächlich im Unterricht sinnvoll verwenden. Ja. Das ist, was mir einfach da enorm wichtig ist. Und wie gesagt, wir können euch gerne auch vernetzen mit Kolleginnen, die das Ganze schon einsetzen im Unterricht. Ich bin jetzt da auch bei der ÜBNG-Tagung mit dabei und bei recht vielen anderen Mathematiker-Tagungen. Da werde ich nochmal mehr ins Detail erleben eingehen, wirklich auf Studly, dass ihr einfach auch merkt, wie kann ich das Ganze im Unterricht verwenden und das einfach auch einen riesigen Nutzen meinen Schülerinnen halt eben auch bringt. Genau. Ich habe jetzt hergezeigt, ich kann Hausübungen machen, Wiederholungen machen. Ich habe einen Schularbeitsblatt, Schularbeitsgenerator als auch einen Arbeitsblattgenerator. Und genau. Und ich habe die Stufen von meinen einzelnen Schülerinnen. Das heißt, ich würde auch direkt sehen, naja, wo sind jetzt die Stärken und Schwächen? Und ich kann dann halt eben, ja, Studly passt sich dementsprechend an und ich sehe dann halt eben auch immer, wo kann ich meine Schülerinnen halt eben noch fördern, dass sie da einfach am meisten dadurch profitieren. Genau. Ich zeige jetzt noch kurz die Schüleransicht. Meine letzten Minuten und wie gesagt, die letzten 10 Minuten übergebe ich nochmal wieder meinem Kollegen, an Florian. Tut mir leid, dass es heute ein bisschen so geschiftet wird. Ich muss nachher noch zum Arzt und ja, was soll man machen? Genau, was habe ich als Schüler? Was kann ich als Schüler machen? Wie gesagt, ich sehe hier direkt, uns geht es ja darum, halt eben Gamification reinzubringen. Das heißt, dass Schülerinnen wirklich Spaß mit der Mathematik haben und dass der nicht wieder ätzend ist. Beziehungsweise sie es halt eben so empfinden. Ja. Wie gesagt, ja. Wie versuchen wir das zu erzeugen? Also wir versuchen halt eben zwei Sachen zu machen, also sowohl extrinsische Motivation als auch intrinsische Motivation dazu erzeugen. Das heißt, Schülerinnen, wenn sie da arbeiten, haben dann einen Job, sie machen die Aufgaben, haben dann Orbs, mit denen sie irgendwie die ganzen Sachen kaufen können. Das heißt, wir versuchen sie da über spielerische Sachen halt eben ja, zu motivieren, einfach mehr zu machen und das, was sie machen, dass sie da einfach motiviert sind. Ja. Und dann sehe ich direkt, es gibt diesen Shop, man kann sich gar nicht vorstellen, ich habe gestern erst mit einer Kollegin aus Tanzenberg geplaudert, wie sehr das ihre erste Klasse eben auch annimmt und wie gut das da eben auch angenommen wird. Und es gibt ein Leaderboard, ich steige auch immer nach oben, ich werde auch immer motiviert. Ich bin jetzt auf Platz 5000, aber ich bin trotzdem in den besten 10% von den Schülerinnen, die in dem Monat mit uns gearbeitet haben. Also wir versuchen wirklich konstant die Schülerinnen einfach zu motivieren, dass sie ihnen einfach Spaß machen und dass sie einfach gerne mit Studly entsprechend arbeiten. Ja. Und was habe ich hier, die 15. Hausübung? Ich sehe direkt 50% meiner, da haben es richtig, also 50% meiner Antworten waren richtig. Ich klicke auf Hausübung fortsetzen, ich kann direkt weitermachen und kann es wieder beantworten. Und ich sehe direkt, ich kriege einen Hinweis, kompletten Rechenweg generiert, alles. Und wenn ich das nächste Beispiel, sucht sich Studly eben für mich das nächstbeste Beispiel heraus. Studly kann aber natürlich noch mehr. Ich kann als Schüler auch selbstständig üben. Das heißt, wenn ich jetzt als Lehrperson keine Hausübung aufgebe, kann ich als Schüler eben auch hergehen und sagen, naja, ich möchte jetzt selbstständig üben, dann habe ich hier den Aufgabenpool. Hier habe ich dann die gesamten Aufgaben von dem Lehrwerk, das Mathematik, Schritt für Schritt Mathematik, Mathematik verstehen und Lösungswege drinnen. Ich klicke dann einfach auf mein Thema drauf. Jetzt hier habe ich es für die Oberstufe. Tschack, ich suche mal einfach raus, was möchte ich üben, zum Beispiel Binomialverteilung. Ich klicke drauf. So, ich wähle alle Beispiele aus und ich kann direkt starten, das Thema üben. Und ist dasselbe Schema wieder für mich als Schüler mit Rechenweg, mit Hinweis, mit allem drum und dran. Ja. Das heißt, das ist alles auch dabei. Das heißt, die Schülerinnen können auch wirklich selbstständig üben. Man sieht hier direkt, wie das Ganze mit GeoGebra funktioniert. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so, dass ihr als Lehrkräfte die gesamte Zeit die ganzen Aufgaben aufgeben müsst, sondern wirklich, dass ich als Schüler auch das Ganze selbstständig machen kann, ohne dass ich jetzt etwas aufgegeben habe. Und es eignet sich natürlich hervorragend für Vorbereitungen auf die Schularbeit, auf Wiederholungen etc. Ja. Und da wird es auch enorm positiv angenommen. Wenn die Schülerinnen Probleme haben bei einer Aufgabe, ist dasselbe Schema wie bei euch. Die haben diesen Favoritenstern, da klicken sie dann einfach bei den Beispielen drauf und mit einem Klick bei Aufgabenpool können sie dann halt eben direkt auf alle
Favoriten zugreifen, also auf alle markierten Aufgaben und diese dann entweder direkt nochmal üben oder dann halt eben mit euch diese Aufgaben durchbesprechen, wo sie einfach Probleme hatten. Das heißt, da gibt es einfach wieder alle Möglichkeiten für sie. Genau. Und ja, wenn ich als Lehrperson das verwende mit den favorisierten Aufgaben, kann ich beispielsweise mir 20 Aufgaben favorisieren, dann auf die Tafel werfen und dann mit meiner Klasse durchbesprechen. Das heißt, ich habe da vor kurzem bei der PA Wien einen Vortrag gehalten Richtung Flipped Classroom. Und da habe ich einige Sachen vorgezeigt, wie man das halt mit Stunnelly kombinieren kann. Das eignet sich dafür natürlich auch hervorragend. Ja. Also man kann da auch recht gut irgendwelche innovativen Unterrichtskonzepte mit Stunnelly entsprechend verbinden. Im kommenden Jahr mache ich da auch wieder eine reine Fortbildung, da auch in die Richtung an der PA, auch in Richtung dieser digitalen Unterrichtskonzepte. Das heißt, da geht auch wirklich einiges. Wenn ihr da Fragen habt, hier habe ich jetzt immer eine E-Mail-Adresse reingeschickt, schreibt es mir einfach und wir können gerne auch nochmal so zwei Zoomen oder so, wie ihr da wirklich Stunnelly bei euch in den Unterricht sinnvoll integrieren könnt. Genau. Und natürlich, die Schülerinnen können natürlich auch sagen, ich möchte jetzt wirklich eine Matura simulieren. Das heißt, ich gebe mir da einfach jetzt, mache ich 10 Aufgaben und ich möchte jetzt bitte alle Aufgaben, einfach nur 10 Aufgaben machen und egal, wie ich es halt beantworte. Ja, also wirklich, dass ich einfach simulieren kann, dass ich jetzt eine echte Matura eben mache, ja, und ich dann einfach auch sehe, wie würde ich denn da jetzt abschneiden? Würde ich jetzt die Matura einfach bestehen oder würde ich die ganze Leben nicht bestehen? Das heißt, da habe ich als Lehrkraft auch wieder alle Möglichkeiten. Ja. Und als Schüler natürlich genauso. Ja. Was es auch gibt für die Unterstufe, ist dieses Kurssystem. Das ist in diesem Stunnelly Plus Paket drinnen. Das heißt, wenn die Schülerinnen sich das selbstständig nehmen, darüber gibt es auch noch geführte Lernpfade und auch noch einen Support von uns. Das heißt, wenn Schülerinnen bei bestimmten Beispielen Fragen haben, dann gehen wir da auch nochmal drauf ein. Ja, aber das ist jetzt in diesem Study-to-Teach-Paket nicht drinnen. Das ist der Grund, warum ich das jetzt auch nicht so näher beleuchte. Ich würde jetzt noch die letzten 3 Minuten nochmal zu einer offenen Diskussion überleiten wollen. Gibt es denn von euch Fragen? Wie gesagt, wir würden euch das schenken bis zum Ende dieses Schuljahres. Verwendet das wirklich so viel mit euren Schülerinnen, wie ihr wollt. Ja? Also ihr könnt testen, ihr könnt so viele Hausübungen aufgeben, so viele Wiederholungen machen. Im aktuell diese Aktion mit dem ÖBV-Verlag halt eben am Laufen. Das heißt, da haben wir, glaube ich, aktuell schon 100 neue Lehrerinnen gewinnen können, die das Ganze darüber bis zum Ende dieses Schuljahres nutzen. Und wie gesagt, könnt ihr sehr gerne auch machen. Und dann seht ihr einfach, wie das auch in den Klassen entsprechend angenommen wird. Und es gibt auch Studien dazu von der KPA Wien-Krems. Also es gibt da alles. Wenn ihr da irgendwelche näheren Details haben wollt, könnt ihr mich gerne auch kontaktieren und dann können wir gerne das auch noch durchdiskutieren. Das ist eine super Frage von dir, Alexandra. Sieht man auch. Ich klicke einfach bei der Hausübung drauf und hier habe ich direkt, das sind genau 3 Sachen, die schwierigsten Aufgaben und ich kann einfach auf die Aufgabe draufklicken und in der Klasse das Ganze durchbesprechen. Das heißt, da habe ich halt eben auch die Möglichkeit, wirklich die schwierigsten Beispiele nochmal durchzuwiederholen. Gibt es denn noch andere Fragen von euch? Ich würde mal mein Screensharing wieder stoppen. Ihr könnt euch gerne auch melden. Ich kann gerne mit euch noch irgendwas durchdiskutieren. Okay, perfekt. Seit wann entwickelt ihr Stunnelly? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich bin selbst Mathematiker. Ich mache aktuell auch mein Doktorat in Mathematik fertig. Ich bin da jetzt im 2. Jahr. Mir geht es halt sehr darum, auch mehr junge Schülerinnen für Mathematik zu begeistern. Und mich hat es halt persönlich irrsinnig bestürzt, dass halt bei mir in der Studienzeit, ich habe auch bei meiner Schule schon begonnen, irgendwie zu studieren, hatten wir, glaube ich, 40 oder 50 Stundenanfänge, was mich halt irrsinnig bedrückt hat. Und da wollte ich halt einen Beitrag leisten. Und dann habe ich halt selber mit Mathe-Spaß Matura-Trainer halt eben begonnen. Das waren so ein bisschen die ersten Anfänge. Und das Ganze hat sich jetzt dann halt ein bisschen weiterentwickelt zu Stunnelly. Aktuell haben wir jetzt ein Team aus 8 Programmierern. Wir haben 20 Lehrerinnen, die gesamten Aufgaben ausarbeiten. Wir gehen jetzt im kommenden Jahr wahrscheinlich auch nach Deutschland und in die Schweiz. Das heißt, das Ganze nimmt jetzt auch schon so eine Fahrt heraus, dass wir da wirklich einen Beitrag leisten können. Ja. Und in Wien unterstützen wir auch wirklich große Schulen. Also vom Ammerling-Gymnasium bis hin zur Maria Regina, bis hin zur Gottschalk-Gasse. Also auch wirklich innovative Schulen, die da auf E-Education setzen. Die doch teilweise Expert-Schulen sind oder Expert-Plus-Schulen, die setzen da wirklich alle auf Stunnelly und machen da die besten Erfahrungen. Ja. Und ja, das BRG 18, ihr seid ja auch, irgendwas habe ich mit einem Schulsprecher von euch mal geplaudert. Ihr setzt da auch ziemlich weit mit E-Education und setzt da auch wirklich da drauf. Das heißt, ihr könnt da gerne das Ganze testen bis zum Ende dieses Schuljahres. Danach können wir auch gerne weiterschauen, wie wir euch dann auch weiter unterstützen können. Aber aktuell sind wir in ungefähr 40% der AHS in Österreich drinnen, dass uns da mindestens eine Lehrerin verwendet.
Also das hat schon einen entsprechenden Impact, ja. Eine Anmerkung nur, ja? Kannst du uns für unseren Newsletter gerne mal einen Beitrag schicken und der geht nämlich dann auch raus. Sehr gerne, mache ich gerne. Wie heute auch nicht beim Workshop sind zum Beispiel. Mache ich sehr, sehr gerne, ja. Alexandra, es gibt eine App für Schülerinnen. Also man kann einfach sich die App im iOS und Android Store runterladen. Das ist natürlich dadurch auch ideal für die Geräteinitiative. Und dann kann ich einfach dann darüber auch direkt auf Studium zugreifen. Das ist das darüber auch sehr gut möglich. Super. Passt. Gibt es noch andere Fragen? Ansonsten würde ich mein Wort wieder an den Florian übergeben. Und ansonsten, wie gesagt, schreibt es mir einfach. Ich schicke auch noch meine private Telefonnummer raus, weil ich jetzt dann langsam aussteigen muss. Schreibt es mir einfach, ihr könnt mir eine SMS schicken, etc. Ich helfe euch wirklich weiter, ich helfe euch auch bei der Einschulung weiter. Wir machen auch Schilfs für euch als Schule, also wir organisieren euch alles. Das ist uns ganz wichtig, dass ihr das auch wirklich verwenden könnt und das wirklich auch einen Mehrwert bei euren Schülerinnen halt eben nimmt. Herzlichen Dank, Leon. Bitte gerne, ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und wie gesagt, ich übergebe mein Wort an den Florian. Ja. Vielen Dank. Gerne. Passt schön. Ciao. Ciao, Leon. Ich sage auch danke. Ist, glaube ich, sehr, sehr umfangreich, was Studily bietet eben zu unseren Lehrwerken dazu. Ich gehe nochmal zurück jetzt eben auf die Lehrwerksebene, für die es eben Studily gibt in Kombination und teile dazu nochmal meinen Bildschirm für Sie. Genau, und gehe nochmal zur Präsentation. Studily gibt es eben für die Lehrwerke, das ist Mathematik, die Lösungswege, Mathematik verstehen und für Schritt für Schritt Mathematik. Und eben Studily ist so umfangreich, dass für alle Lehrwerke die gesamten Beispiele mit Rechenwege und Lösungsvorschlag durchgerechnet sind. Ja, aber zu unseren Lehrwerken, wenn Sie sich jetzt für ein Lehrwerk interessieren, gibt es neben Studily ja noch ganz viele andere digitale Materialien für Sie zum Unterrichten oder in der Unterrichtsvorbereitung zum Anwenden. Bei unseren Lehrwerken gibt es immer ein E-Book Plus dazu zu erwerben über die Schulbuchaktion. Das E-Book Plus werden die meisten vielleicht eh schon kennen. Das ist das digitalisierte Schulbuch eben mit interaktiven Übungen nochmals drinnen im Schulbuch selbst oder auch Erklärfilmen oder die GeoGebra-App. Und Ähnlichen eben ist es über die Schulbuchaktion mit zu bestellen mit dem gedruckten Buch. Und was ist da Neues für die Lehrwerke? Es gibt, wenn man ein E-Book Plus bestellt hat für die Schüler und Schülerinnen, gibt es auch ein Klassenzimmer ab heuer neu. Also es hat es letztes Jahr schon gegeben, wird jetzt ausgeweitet auf alle Reihen in der Mathematik, über die wir jetzt gesprochen haben. Und im ÖBV Klassenzimmer ist eben gratis zu nutzen, wenn man das E-Book Plus mitbestellt hat. Und dort kann ich den Schülern und Schülerinnen aus dem E-Book Plus die Aufgaben direkt den Schülern in Hausübungen zusammenzufassen und zuteilen. Das heißt, ich kann Aufgaben aus dem E-Book Plus stellen, schickt den Schülern und Schülerinnen, bekommt dann eine Auswertung zurückgesendet und kann den Schülern dann auch über das Klassenzimmer ein Feedback geben. Das digitale Klassenzimmer läuft über Digi4School eben, dort, wo auch die E-Book Plus abrufbar sind. Genau, dann gibt es auch noch neben Studily eben auch noch das Lehrwerk Online, so unsere Reihen. Und Lehrwerk Online ist unser Online-Bereich für alle Lehrwerke, wo es eben nochmals zusätzliche Arbeitsmaterialien gibt, digitale Arbeitsblätter, Geometriekurse, Jahresplanungen für den Lehrer und ganz viele andere nützliche Tools und Materialien. Einfach mal reinschauen unter Lehrwerk Online und dort werden Sie sicher viele interessante Dinge finden, auch wenn Sie jetzt das Lehrwerk noch gar nicht verwenden. Ja, dann gibt es auch die E-Book Plus Lehrerinnenausgabe. Die ist aufbauend auf dem E-Book Plus, aber ein reines Lehrermaterial. Das heißt, neben dem E-Book Plus Inhalten sind dort auch noch zusätzliche Lehrermaterialien enthalten. Oder auch zum Beispiel das Arbeitsheft ist da zusätzlich für den Lehrer digitalisiert. Und man kann sich so vorstellen, alles, was man auf einer Doppelseite, was es an Materialien gibt für die Doppelseite, für die Seite, ist in den E-Book Plus in der Lehrerausgabe auch abgebildet. Und man muss keine Materialien mehr in der Vorbereitung zusammensuchen, sondern hat alles passgenau abgestimmt, immer für die Seite. Ja, was ich jetzt auch noch reingenommen habe, ist die ISA, die interaktive Schularbeitenassistentin. Das sind Schularbeitenvorschläge oder man kann damit auch Schularbeiten individuell zusammenstellen. Ist jetzt aber nicht für die Unterstufe, sondern für die Oberstufenlehrwerke, Lösungswege und Mathematik verstehen. Aber habe es da reingenommen, dass es auch hier eben die ISA gibt.
Genau, und hier nochmals ein Überblick zur IBO Plus Lehrerinnenausgabe. Eben habe ich schon vorher erwähnt, wie das funktioniert. Eben aufbauen auf den IBO Plus mit Lehrermaterialien angereichert. Was aber da ganz wichtig ist, die IBO Plus Lehrerinnenausgabe können Sie auch immer gratis testen. Einfach für 14 Tage den Code freischalten lassen und dann bekommen Sie einen gratis Account oder einen gratis Zutritt für 14 Tage und können das im vollen Umfang auch testen. Genau, unsere digitalen Materialien, die finden Sie immer auch auf öbv.at/öbvdigital. Dort sind nochmals alle Materialien zusammengefasst, weil es momentan ja schon sehr viel gibt, ist dort nochmals alles übersichtlich für Sie zusammengefasst. Genau, es gibt auch zu unseren Digitalprodukten und zu den Produkten selbst ganz viele Webinare. Zukünftig, jetzt gibt es noch morgen ein Praxistipps für digitalen Unterricht zum Beispiel und dann auch für Schulbuchreferenten am 6. April Webinare. Aber die Webinare, die jetzt im Laufe des Semesters oder der letzten Jahre gemacht wurden, sind auch in unserem Webinararchiv abrufbar unter öbv.at/Veranstaltungen. Zum Beispiel war vor einiger Zeit Schritt für Schritt Mathematik-Webinar. Das ist jetzt im Archiv abrufbar und Sie können sich dort das Webinar nochmals anschauen. Genauso hat es zu Studily ein Webinar gegeben, wo nochmals in einer Stunde, wie es Studily präsentiert und näher gebracht wird, einfach in das Webinararchiv hineinschauen und dort sich das Webinar gerne nochmals anschauen. Genau, jetzt auch fast zum Abschluss eben, wenn Sie gerne Fragen haben, gerne auch zu Studily oder vor allem auch zu unseren Produkten, der Schulbücher oder unsere Digitalprodukten. Wenden Sie sich bitte immer gerne einfach an Ihren Ihren Schulberater zu finden auf unserer Webpage oder schreiben Sie direkt mir einfach ein E-Mail an florian.proeller@oebv.at. Das heißt, wenn Sie jetzt noch unsicher sind oder sich gerne für eines der Lehrwerke anschauen möchten, die ich gerade vorgestellt habe, wo es eben auch Studily zu verwenden gibt, dann können Sie sich gerne melden und ich sende Ihnen gerne ein gratis Exemplar zur Ansicht zu. Einfach gerne E-Mail schreiben mit der Schulkennzahl und welches Exemplar Sie sich gerne noch anschauen möchten. Dann lasse ich Ihnen das Schulbuch gerne gratis zukommen. Genau eben, damit Sie eben vielleicht das in Betracht ziehen, um mit Studily damit zu unterrichten. Genau, und ja, wenn Sie uns gerne folgen möchten, es geht natürlich auch gerne auf Facebook, sind wir auch vertreten. Und genau, wenn es Fragen gibt, einfach jederzeit melden an den Schulberater. Es gibt für jedes Bundesland einen eigenen. Wir kommen auch zu Ihnen gerne an die Schule, machen auch gerne eine Schulung über die digitalen Materialien. Wenn Sie es gerne wünschen, einfach gerne uns schreiben. Dann schauen wir auch gerne bei Ihnen an der Schule oder auch gerne in einer Zoom-Konferenz virtuell bei Ihnen vorbei. Genau, weil die Zeit ist eh schon vorangeschritten, die einzelnen Punkte zu den einzelnen Lehrwerken, was alles genau enthalten ist, geht sich jetzt zeitlich nicht mehr aus, aber nur grob gesagt, es gibt immer zu den einzelnen Schulbüchern natürlich auch immer noch Zusatzmaterialien wie Arbeitshefte und die Lösungshefte natürlich und die ganzen digitalen Zusatzmaterialien. Jetzt schauen wir kurz in den Chat hinein. Schularbeitassistenten für Schritt Mathematik, nein, den gibt es leider nicht, ist nur für die Oberstufe momentan, also für die Lösungswege Oberstufe und Mathematik verstehen für die Oberstufe. Wird es das Lehrbuch Lösungswege für Studily auch in der Oberstufe geben? Ja, momentan ist es für die Unterstufe eben für alle vier Lehrwerke in der Unterstufe ausgebreitet worden. Aber es ist wahrscheinlich nicht abwegig, dass es dann auch vielleicht mal in die Oberstufe gezogen wird, aber da kann ich jetzt momentan keine konkreteren Details dazu nennen. Also weiß ich auch nicht genau, wie es da weitergeht, aber ist sicher sehr wünschenswert und werde ich auch so weitergeben. Es ist eh 12:30, also sind wir pünktlich fertig geworden. Wie gesagt, Sie können mir jederzeit gerne ein E-Mail schreiben. Ich schreibe Ihnen nochmals meine Adresse herein. florian.proeller@oebv.at und Sie können sich gerne Exemplare zur Ansicht gerne bestellen bei mir. Stellen Sie die Präsentation zur Verfügung? Ja, kann ich gerne machen. Soll ich die in den Raum hereinstellen oder in einer Zusendung?
Ja, Sie können es in den Raum reinstellen, Sie können es mir schicken, dann werden wir die Dinge nur mal zur Verfügung stellen, gesammelt. Das können wir auch machen. Dann schicke ich es Ihnen bitte, Frau Schaal, ja? Und das passt. Mhm. Ja, super. Genau. Dann haben Sie ja jeder die Präsentation für sich zu Hause nochmal. Dann haben Sie einen guten Überblick über die Lehrwerke. Und wenn es Fragen gibt, einfach gerne melden. Gell? Dann sage ich. Moment. Ja. Das ist meine E-Mail, da können Sie es hier schicken. Genau, super, mache ich, ja. Super, und ich werde das dann wieder weitergeben. Vor allem, wer hat da gefragt? Moment. Die Frau Sabine Mader. Okay. Genau, super. Danke sehr. Herzlichen Dank für die Präsentation, ja. Es war total spannend. Ja, super. Ich sage auch danke sehr. Wiederschauen. Wiederschauen.